Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA San Andreas. Und die Maus geht mir nicht. Oh! Ring Ring. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. Oh, you ain't nigga. Who do you think you are? I'm in for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Okay. Sweet hat sich mit seinem Schicksal schon komplett abgefunden, dass er lebenslänglich bekommt. Aber warum? Warum hat er denn lebenslänglich bekommen? Für was denn? Wegen Drogen oder was? Keine Ahnung. Gut, ich gucke gerade mal. Wir haben jetzt nur noch hier das, den Heist und nochmal Woozy. Ja. Wir gucken mal. Ich weiß jetzt noch nicht, machen wir jetzt den Heist oder machen wir nochmal eine Woozy-Mission? Wir gehen erst nochmal zu der normalen Woozy. Mal gucken, was er noch vorhat. A home in the hills. Don't hate the little man, cause he's packing a six shooter. Oh, next. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts. I'm sorry. We're just looking for something with a little more mass appeal. What could have more mass appeal than a song like "Small but Perfectly Formed"? Women want me. Men want to be like me. Assholes! Oh. Gotta right. Be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog! CJ, clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, but... But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for Sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? Alright, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? Alright, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh! Man, how much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Rating. Yo. Hallo? Achso. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Wanna check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. Alright, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace.
Das, meine Damen und Herren, ist ein Landeplatz. Auf ihm können Helikopter landen und andere... und Chinesen. Mit einem Fallschirm. Oh. Wow. Oh, der hat einen Warlock angehabt, Mann, der hat durch die Decke geschossen. You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Wah! Wahoo! Woohoo! Und jetzt wir. Versuch auf dem Dach der Villa mit den Triaden zu landen. Okay. Ich versuch's. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Schön die Kackposition annehmen. Und dann klappt das auch. Oh, da unten stehen sie schon. Kann man nicht normalerweise auch schießen? Das ist eine sichere Weste. Rechts auf dem Dach. Oh, die brauche ich unbedingt. So. Au. Alter, wie viel halten die denn aus? Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Okay, es ist keiner gestorben, ne? Soweit ich gesehen habe. Jetzt. Wo jetzt? Ach, hier. Mad Dogs Bude. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Ist man hier versteckt? Clear the corridor and we'll clear each room. Hey, motherfucker. Die, motherfucker! One of you living and not alive! Fuckhead! Wow! Da steht ja auch noch einer. Who are you to break into this place, eh? You want me to- No one in there! Hands off of me! Sorry. I gotta go. Da ist ein Pistol. No one left in here! Room clear. Was? What? I said what?
Ah, da kommen ja noch mehr. Alter. What you gonna do next? Ah. That wasn't my wallet, that's it. Yeah, what you gonna do now, huh? Boah, Alter, ich seh gar nichts hier. Hallo? Ups. All you fools are gonna die! You chose the wrong house to rob, fool! Whoa! Hallo! Boah, ich bin gleich tot. Da ist noch eine Tussi hier. Ich hätte gerne mal ein Herz oder so. War das hier nicht drin irgendwo? You trying to fuck with my house? With my shit? You've got a healthy head of hair. Ernsthaft, jetzt sind wir wieder hier. Ich setze mal kurz den Cut. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich muss jetzt erstmal hier die ganzen Waffen einsammeln, sonst CJ, clear the corridor and we'll clear each room. Ja, ich habe gesehen, wie gut es funktioniert, wenn man links cleared. Das ist doch nicht die Waffe, die da haben. Who are you to break into this place, eh? Das ist so Scheißzeug. No one left in here. Ja, die sollen sich mal darum kümmern. You want this to get uglier? Boah, diese Waffe ist so behindert. Boah, Alter. Boah, das schaffe ich niemals. Oh. Hm. This room's clean. You got a death wish? Clear. No one left in here! You go ahead, CJ. We'll hold the balcony. Ja. Hä, wo? Ach, da hinten, der kleine Pisser. Yeah, what you gonna do now, huh? Ja, da muss ich jetzt. Entschuldigung.
Dann muss ich jetzt mit dieser verkackten Uzi. You chose the wrong house to rob, fool. Okay. Das ist jetzt die richtige Waffe. Boah, gibt's hier nicht irgendwie Leben oder so? Gibt's hier vielleicht einen Snackautomat? Ja, das Leben. Oh ja. Oh, und eine kugelsichere Weste, bitte. Ist da noch einer drin? Nein. Keine kugelsichere Weste. Scheiße. Na gut, dann geht's weiter. Ach, dieser Big Papa, stimmt. Weil ich habe doch gewusst, dass es die falsche Waffe ist, weil die droppen ja die, wo ich jetzt momentan ausgerüstet habe. Und wir haben aber die Mini-Uzi in der Hand. You don't know who you're fucking with, do you? Gut. All you fools are gonna die! So, jetzt musst du gucken, wo bin ich korrekt hier? Ich knete alle weg. Kein Bock hier nochmal dumm zu sterben. Ah, das ist ein Nachtsichtgerät. So. Hier kommt doch jetzt bestimmt auch einer. Nee. Wah! Ain't that a surprise? I got a gun. I'ma fuck with you. Big Papa hat die Villa verlassen. Folge ihm. Scheiße. Okay, das dürfen wir jetzt nicht verkacken, Leute. Hallo. Mit was soll ich ihm denn folgen? Ich hab doch gar nichts. Ja, genau. Wir kriegen so eine Gammelkarre. Okay, Leute. Dann mal auf geht's. Wir kriegen natürlich das hipste Auto hier. Na komm. Ich könnte eigentlich mal was probieren. Aber nee, ich will jetzt diese ganze Kacke nicht aufs Spiel setzen. Ich habe ja noch Lenkraketen, ne? Erledige ihn. Aber bis ich ausgestiegen bin, das dauert mir jetzt echt ein bisschen zu lange. Ich rammel den jetzt einfach kaputt. Boah, ich bin lahm. Oh mein Gott, du hast Maddox wieder zurückerobert? Ja. Alter! What the fucking hell? Alter, war das knapp! Alter, ich glaub's grad nicht! Alter! Hey Ken, how you doing? Who is this? It's Carl. Carl Johnson. Hey Carl, great! Guys, it's Carl. Great. Fucking great. Fucking amazing. I got a need for an accountant and a sound engineer, and I thought of you and Paul. Fucking amazing. Paul's great with figures, and I'd make a fucking amazing producer. This is fucking great. It's amazing. Yeah. Whatever you say, man. But look, see you soon. Fucking amazing. Wow, also das hätte ich... Ich dachte jetzt wirklich, wir sterben jetzt, weil wir hier festhängen. Oh
mein Gott, hat mir das Spiel den Arsch gerettet. Gut, jetzt müssen wir speichern, aber ich weiß gar nicht, wo haben wir denn... Ja, doch, hier oben. Und wir haben CJ-Mission, okay. Wir müssen erstmal den Heist dann machen. Oh, oh. Vorbeigefahren. Oder? Ne, wir müssen hoch. So. Ja. Ich entschuldige mich auch, dass in der letzten Zeit keine Folgen haben. Das ist halt... Diese Missionen... Die tun sich halt... Also die Folgen, die nehmen sich halt... Oh, hallo. Die nehmen sich nicht so mal schnell in 20 Minuten auf. Also ich sitze da teilweise mit Fail und allem, sitze da schon eine Stunde. Weil ich schneide es euch ja alles dann zurecht. Und wenn man halt immer nur zwischen der Arbeit, also wenn man zum Beispiel gestern musste, habe ich 1,5 Stunden Pause gehabt zwischen dem Mittagsdienst und dem Abenddienst. Ich hatte dann den ersten Teil vor dem Cut hier aufgenommen. Ich bin vorbeigefahren, merke ich gerade. Und dachte, okay, ich verlemper jetzt meine 1,5 Stunden Aufnahme. Jetzt bin ich mit der Aufnahme hier. Mache ich lieber noch was anderes. Und ja, das ist jetzt quasi schon der nächste Teil hier. Dieser zweite Teil. So. Wo können wir denn da jetzt speichern? Das Auto macht komische Geräusche. Oh, nochmal Ring Ring. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Das Telefongespräch hatten wir doch schon. Zum Anfang der Folge oder so? Oh, ich glaube, ich bin in den falschen Eingang. Kacke. Aber er hat auf jeden Fall schon mal angerufen mit dem Telefonat. Wie komme ich denn jetzt da ganz nach oben? Muss ich jetzt durch die ganze Villa dackeln oder was? Gut, ich hätte jetzt auch natürlich außenrum nochmal latschen können, aber da bin ich jetzt echt zu faul für. Gucken wir uns aber die Villa an, die total toll ist. Vielleicht gibt es hier drin eine kugelsichere Weste. Können wir das Gym benutzen? Lol, wir können es benutzen. Ist ja geil. Alles klar. Wissen wir, wo wir als nächstes hingehen? Ach, und wir haben das Nachtsichtgerät, ne? Boah, das ist ja ekelhaft. Es gibt zwei verschiedene Nachtsichtgeräte, glaube ich. Mit zwei verschiedenen Farben, meine ich zu wissen. Boah, das muss ich abziehen, ey. Da kriegt man ja... Oh, holy shit. So. Ist jetzt hier was drin? Nö. Also... Wer stellt sich denn bitte so ein Gestell, also mit Tisch und Stühlen, mit einem Tisch und einem... Und keine, wie viel sind das? 3, 6, 7, 8. 16 Stühle. Das ist total hässlich. Wer hat denn 17 Leute hier zum Essen? Und auch in so einem kahlen, ekelhaften, kalten, eingerichteten Raum. Gut, hier ist die Küche, aber da muss er erstmal den Essen darüber tragen. Voll unpraktisch. Die Küche ist ganz okay. Alter, ich will jetzt speichern, verdammt. Warum rennt der hier so lahm? Ja, die kennen wir ja schon, die ganzen Hopp. Oh, da ist noch eine Tür. Oh, leider verschlossen. Was ist das denn für ein komisches Bild? Fuck. Ah, oh, da können wir speichern, meine Güte.
So, hätten sie mal, weiß ich nicht, auch zudrücken können und zwei Speicherpunkte machen können. So, ihr Lieben, dann war es das für diese Folge. Stimmt, die haben sich versteckt, die Arschis. Und dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.